Willkommen zurück zu The Inner World, The Last Wind Monk. Beim letzten Mal, oh boy, das lief wirklich nicht gut. 1,5 Stunden für eine Rätselkette, wenn wir mal ein bisschen ehrlich sind, aber halt doch extremst lange dafür gebraucht, um da weiterzukommen. Jetzt Kapitel 2 mit Laura erreicht und wir versuchen auszubrechen. Haben hier Libretta an unserer Seite, die mehr oder weniger Robert beschützt hatte, dass er dabei nicht auffliegt. Als die Royalisten, oder die Con-Royalisten eher gesagt, auf der Suche nach einer Flötennase waren. Okay, wir hatten beim letzten Mal den Anfang gemacht. Wir haben diese Nackenrolle genutzt, um das in die Toilette zu stopfen. Haben hier die Klorolle genommen, haben sie daran gemacht. Haben die Klebestreifen daran gemacht, damit es hält. Haben dann ein paar Mal gespürt, während das Ding da drin war, die Nackenrolle. Haben die dann rausgezogen, damit es mit einem Schwupp da rausgeht. Um dann hier wiederum bei der Wache hier das Ganze nass zu machen. Man sieht, dass es hier geplatzt. Und die Idee wird vermutlich sein, dass der da irgendwie ausrutschen soll, damit die Schlüsse, die er hat, zu uns irgendwie hinkommen. Logischerweise müssen wir gleichzeitig hier noch die Kakteenwache ausschalten. Aber vielleicht passiert das ja irgendwie in einer sehr schicken Kettenreaktion. So. Ich glaube, ich habe in der Zelle alles soweit erstmal abgearbeitet. Dementsprechend werden wir mal ganz kurz gucken, was jetzt hier auf uns zukommt. Interessant. Ja, das ist ein Rohr. Interessant. Auch das ist ein Rohr. Interessant. Mhm. So, das Poster hatten wir uns angeguckt. Der Kollege hat da auch diesbezüglich darauf reagiert und meinte, dass hier, oder er meinte hier, dass da was fehlt. Warum? Wegen die Freiheit, das ist uns weniger interessant. Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Mhm, aber da kommen wir so einfach nicht ran. Ansonsten Corduroy Beeble. Dann hoffe ich, dass wir dann nicht irgendwie großartig daraus lesen werden müssen. Bitte, wenn das Laura das übernimmt. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. So viele gefangene Flötennasen. Genau, und ich gehe mal davon aus, dass wir mit denen reden dürfen. Der Wasserdruck hat das Rohr zum Platzen gebracht. Liebevoll gesprengt. So, und das mit der zur Küche hatten wir jetzt mal auch schon. Gefängnisküchen. Bah. Da haben wir dann diesbezüglich auch nicht mehr bekommen. So, machen wir immer den tollen Trick. Wir haben hier ein Rohr, da ein Rohr. Wir haben ein Türschloss dort, das wir logischerweise nicht versuchen müssen aufzuregen, denn wir wollen an die Schlüssel kommen. Kakteen, der Kollege, Rohr, das hier, das. Die Gefangenen. Okay, also ich denke, wir haben alles uns erstmal so angeguckt. Dementsprechend reden wir jetzt mal. Ich möchte Sie nicht stören. Okay. Das macht das Ganze so ein bisschen problematischer. Haben wir was in der Zelle noch? Ich meine da zwar auch schon alles abgearbeitet zu haben. Das da. Die Klappe, wo das Essen rein und rauskommen würde. Hoho. Das sieht doch schon mal einen ganzen Ticken anders aus. Da drüben wohnt Onkel Oboe. Unfreiwillig. Wie wir alle hier. Ah, also sie wusste scheinbar von dem Loch schon vorher. Oboe, na, wie geht's dir da drüben? Laura! Ach, ich dachte schon, sie hätten dich weggebracht. Ich hab dich seit 6 Nächten nicht mehr schnarchen hören. Ja, ich schlafe jetzt immer auf dem Kopf, aber erst seit 5 Nächten. Hab ich richtig gehört? Da ist jemand bei dir. Seid ihr jetzt zu dritt? Zu zweit? Das hier ist Libretta. Hallo, Onkel Oboe. Oh, meine liebe Nichte. Wie schön zu hören, dass es dir gut geht. Nun ja, gut würde ich das nicht nennen. Mein armes Kind, es wird schon alles gut werden. Dieser Wahnsinn kann nicht ewig dauern. Ach, und habt ihr da drüben eigentlich Bademäntel? Mir haben sie keinen gegeben. Das wird auf jeden Fall hinterher in meine Bewertung einfließen. Jedenfalls ist es sehr nett, dass mir jetzt 3 charmante junge Menschen Gesellschaft leisten. Das Entertainment hier ist absolut unterirdisch. Ich glaube, der Kollege hat noch nicht so ganz verstanden, was hier die Sache ist. Mit dem ganzen Kollegen in den Windbrunnen schubsen, um sie damit umzubringen. Wie lange bist du eigentlich schon hier? Die haben mich gleich am Anfang mitgenommen. Ich bin seit 4 Jahren hier. Onkel Oboe, vor 4 Jahren waren wir alle noch versteinert. Conroy ist vor 3 Jahren gefallen. Das habe ich doch gerade gesagt.
Das Essen hier. Ich gebe 2,5 von 5 möglichen Punkten. Warum 2,5? Nun, immerhin hat man eine vegetarische Option. Welche denn? Die Fleischsuppe. Es gefällt dir hier nicht besonders, was? Dieser 86er Chateauneuf de Pape hier hat nicht mal Zimmertemperatur. Was sind wir? Tiere? Denen werde ich was husten. Darauf kannst du dich verlassen. Die bekommen einen Brief von mir, der sich gewaschen hat. Ich sag nur 3 Worte. So nicht. Du beschwerst dich andauernd. Meinst du wirklich, das bringt was? Natürlich. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, mit dem Äußersten zu drohen. Und das wäre? Dass ich dieses Gefängnis zum letzten Mal besucht habe. Ja, was auch immer dir hilft, das hier zu ertragen. Also wirklich weitergeholfen hat er uns jetzt nicht. Na dann bis zum nächsten Mal. Na, hoffentlich. Meine, vielleicht liegt das Auge im Detail oder irgend sowas, aber... So wirklich viel war das bisher noch nicht, so wenn das... Da hockt zwar jemand, oder das ist nicht relevant. Können wir dem hier das vielleicht einfach... Ich gehe einfach mal hin und versuche die beiden Gegenstände, die wir haben. Nein, das geht Ihnen nichts an. Alles klar. Nein, das behalte ich lieber. Okay. Also auch nicht hier irgendwie ihn abzulenken oder ähnliches. Ich meine, es gibt keinen Grund wirklich für ihn. Okay, gucken wir mal, ob wir mit den Wachen reden können. Ich denke, das wäre die nächst nachvollziehbare Sache, die wir versuchen sollten. Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Toller Kaktuswald. Ich habe dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt darauf ein ganz bestimmter legendärer Kaktus, der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Und ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Nichts. Okay, also die Idee ist, irgendwie den Kaktus da hinzukriegen. Wie auch immer. Damit der das nicht mitbekommt, wenn wir von dem die Schlüssel bekommen. Okay. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät. Andere sind ganz keusch. Ja. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wonka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Ich hoffe, hier wird nicht von uns verlangt, dass wir die unterschiedlichen Namen Arns gemerkt haben und dann das da so zusammenbasteln müssen. Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute? Das Übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Was für welches? Obstsalat. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, Tomatensuppe und Obstsalat. Ich meine, wenn wir den blauen Maurice haben wollen, dann werden wir wohl mit irgendwas Blauen hantieren müssen.
Oder? I'm not sure. Ich gehe davon aus, dass das Spiel nicht so fies ist und dann halt hier Probleme macht, wenn wir das eine auswählen, nicht das andere. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben gerade kein Fleisch. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine Ratte gefangen hat. Ich musste ja fragen. Lass mich raten, es gibt in Wirklichkeit nur eine Auswahl. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Okay. Beim zweiten hat es funktioniert. So, wir haben aber noch mehr mit dem. Oder wir sollten jetzt mal vielleicht gucken, ob man vielleicht in dem Essen vielleicht schon. Ja, tatsächlich. Dann her damit. Das sind also die Erbsen an Eis. Okay. So, dann bevor wir reden, werden wir jetzt ganz kurz mal gucken. Wäre nur Ballast. Für mich sind alle Kakteen gleich. Ja. Das meinte ich wiederum. Oh, boy. Okay, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Namen für die. Doinky Peaks? Okay, also ich habe schon das Gefühl, dass ich hier gleich hingehen darf und mir das aufschreiben darf, denn ich glaube nicht, dass ich mir 6 Namen merke. So, dann gehen wir mal ganz kurz zurück. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hier nebenbei kurz öffnen kann. Natürlich bleibt da nebenbei der Sound stecken, so wie man es kennt, so wie es sich gehört fast. Wenn auch leider nicht perfekt. So, dann fragen wir erneut. Hey, du, hör. Ich höre. So. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und... Wie ihre Körper und... Ja. Das brauchen wir. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Ah, okay. Lass mich kurz gucken. Okay, der soll aussehen wie der grüne Libelle, Bliblabla und Doinky Peaks. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinky Peaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus. So, tut mir leid, dass ich es immer so machen muss, aber anders kann man es halt nicht aufschreiben. Nicht der schmale Eumel, kleine Johannes. Oder Willy Wanka. Okay, damit haben wir das abgeschlossen. Aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wanka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem... Und ich... Okay, dann lassen wir ganz kurz hier... Das uns schnell angucken, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen. So, grüne Libelle. Also Knickbumm. Aber kein schmaler Eumel. Also der hier, nicht der dunkle. Wir haben ein Bliblabla. Bliblabla. Das ist der da, okay. Aber nicht der kleine Johannes. Und dann haben wir Doinky Peaks. Anstelle von einem Willy Wanka. Natürlich relativ interessant zu sehen, dass wir hier die beiden so haben und dann so und so. Okay, das hilft mir alles noch so überhaupt nicht weiter, muss ich ganz echt zugeben. Denn wir haben 3 Ja und 3 Neins. Dementsprechend kann ich euch nicht sagen, wo man halt sagen muss, oh ja, der muss jetzt ja, den Boden von denen haben, den Mittelpunkt von denen und die Öhrchen halt wie der hier oder ähnliches. Okay, dann reden wir mal weiter. Hey, du, hör mal. Anders geht's ja leider nicht. Ich höre. Also wir können ein weiteres Essen rufen. Ich denke, das werden wir mal ganz kurz weiter probieren. Ich gehe davon aus, dass wir die Ratte tatsächlich fangen müssen, damit wir auch das letzte Gericht bekommen. Guten Abend, Scheinmensch. Schön, dass du einschalten konntest. Wir sind in Kapitel 2 und versuchen hier gerade auszubrechen mit Laura. Und versuchen so ein bisschen zu realisieren, wie... Ich würde gern noch etwas bestellen. Okay, das erste haben wir. Das zweite haben wir versucht, können wir aber nicht, weil keine Ratte vorhanden ist für die Fleischsuppe. Dann probieren wir mal Tomatensuppe und Obstsalat. Wie ist denn die Tomatensuppe heute?
Genauso schlecht wie gestern. Aber das Curry macht die Sache erträglich. Was soll's. Her damit. Einmal Tomatensuppe! Okay, und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt jedes Mal wirklich hingehen muss, zurück, mich umdrehen, um das Zeug zu bekommen. Currypulver rettet nicht alles. Okay, damit haben wir gleich zwei Sachen bekommen. So, und dann machen wir jetzt hier erstmal noch das vorerst letzte von den Essenssachen. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Okay. Auch das hat funktioniert. Das ist also Obstsalat. Ich wollte gerade schon sagen, das ist nicht viel. Aber vielleicht kann man damit tatsächlich noch irgendwas anfangen. Hey, du, hör mal. Ich höre. Geht das verblüscherweise dort, weil wir die Möglichkeit mit der Ratte noch haben? Warst du unter Conroy auch schon Gefängniswache? Ich dachte nach Conroys Fall eigentlich, dass ich nun endlich Kakteenzüchter werden könnte. Aber dann kam Emil. Und der hat ja auch recht. Womit denn? Weiß ich gerade nicht. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellness-Hotel. Bei Conroy, da gab es noch richtige Verliese. Nicht so ein Wischi-Waschi-Kram mit zwei Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. 2 Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Tut mir leid. Und jetzt entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulungen gehabt? Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Lange Geschichte. Die Frage ist durchaus berechtigt, denn ich weiß nicht, was sie damit erreichen will. Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt hier, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Tja, du bist halt kein Will Smith. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Okay, also so richtig habe ich das noch nicht verstanden, was das jetzt hier uns alles gebracht hat, mit Ausnahme von dem ganzen Essen zu bestellen. Lieber nicht. Was habe ich von dem Spaß? Tomatensuppe. Dickflüssig, rot und höchstwahrscheinlich giftig. Gelbes Curry. Das war bei der Tomatensuppe dabei. Das ist also Obstsalat. Ich bin mir noch nicht wirklich sicher, was zur Hölle wir mit dem Bösen sein. Der Kollege nebenan hat sich zwar über allerhand Blödsinn beschwert, aber hat nicht gesagt, oh, ich brauche irgendwas in der Hinsicht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit dem Essen irgendwie einen doofen Kaktus herstellen können. Kann man vielleicht das irgendwie auf den Vogel, auf die Ratte werfen? Probieren wir mal. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Interessant, dass sie jedes Mal die Farbe hervorhebt. Das ist also Obstsalat. Das sind also die Erbsen an Eis. Tomatensuppe. Na, zumindest haben wir bei zweien das so, ne? Ja. Es gibt nichts, was das genießbar machen könnte. Okay, also da irgendwie das jetzt hier schon zu kombinieren, gibt es auch keinen Grund. Die Kerne sind noch da, das ist noch dort, die Pfütze ist noch dort. Der Wasserdruck hat das Rohr zum Platzen gebracht. Genau. Die Wache hat den Zellenschlüssel.
Komm ich da bloß ran? Dem habe ich nichts zu sagen. Okay. That ain't much. Erstmal muss ich aus der Zelle rauskommen. Vor allem die Sache ist ja auch, selbst wenn wir halt sagen können, hey, wir haben die Pfirsich, Curry, Tomatensuppe und Erbsen an Eis, selbst wenn wir da sagen würden, wir könnten da irgendwie so eine Art Bild für diesen Kaktusposter da erstellen. Wie kommen wir da zur Hölle ran? Wir müssten es ja wirklich daran klatschen oder ähnliches. Okay, zumindest bei zwei. Ich tippe mal darauf, dass wir die noch für irgendein Farbpuzzle brauchen. Das ist ja ein ganz typisches Zeichen in den Spielen. Jupp. Definitiv. So, mit denen habe ich geredet. Zumindest mit dem einen Typen da drin. Der war aber unendlich nicht hilfreich. Hier können wir nichts machen. Mit dem können wir scheinbar so erstmal noch nichts machen. Aus der Küche haben wir soweit alles bestellt wie möglich. Mit Ausnahme von dieser Fleischsuppe. An das Zeug kommen wir logischerweise nicht ran. Das haben wir uns angeguckt. Die Röhre haben wir uns alle insgesamt angeguckt. Können maximal gucken, ob hier nochmal irgendwas dabei ist. Abgeschlossen. Die haben auch kein Vertrauen in ihre Gefangenen. Ja. Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Also ich habe das Gefühl, dass man irgendwie entweder da mit Strom arbeiten muss, was ich bezweifle. Oder halt, dass der irgendwie auf dieser Pfütze ausrutscht. Damit er dann vielleicht da reinrutscht. Um dann die beiden auszuschalten, obwohl wir dann mitbekommen haben, dass wenn wir da diesen blauen Maurice dahin bekommen, sei es mit einem Bild dahin klatschen, wie auch immer, dann ist der abgelenkt. Also so scheint die Logik da auch wiederum nicht zu sein. Da hinten können wir, glaube ich, so weiter auch nicht hin. Da wollen wir auch gar nichts großartig versuchen. Gefängnisküche. Genau, ist auch nur das Gleiche. Und dann? Wir können ganz gerne nochmal reingehen und mit ihr versuchen zu reden. Libretta? Ja? Laura? Oh ja, sie kann malen. Kannst du auch Kaktusse malen? Du meinst Kakteen zeichnen? Okay, ich hab's kapiert. Du bist klug. Oh, danke. Du bist auch klug. Ich mal dir gerne einen Kaktus, wenn du willst. Also, ich brauch dafür Folgendes. Einen Stift, die Farben Rot, Gelb und Blau. Oh, und natürlich Papier. Kannst du mir das vielleicht aufschreiben? Klar. Hast du mal Stift und Papier? Okay, also ich gehe davon aus, dass wir da jetzt auch nicht weiter versuchen müssen, damit zu agieren. Wir haben auf jeden Fall gelernt, wofür danke, wir tatsächlich die Farben brauchen. Gerne, Laura. Kaktussen malen. Ja, okay, wir haben theoretisch einen Stift, falls das irgendwie durchgeht. Wir haben Rot, wir haben Gelb und wir haben ja nicht wirklich Blau. Gott, jetzt geht mir schon wieder so ein bisschen Kopf. Welche Farbkombination braucht man für Blau wiederum? Oh Gott, damit sowas hasse ich. So das Abflussrohr, das wird uns immer noch hervorgehoben, aber ich gehe mal davon aus, dass wir werden es versuchen. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Alles klar, also das können wir auch nicht irgendwie als Bild nutzen, aber wir können das hier theoretisch nutzen, indem wir einfach halt eine Seite rausreißen. Das möchte ich nicht lesen. Oh Gott, damit. Kann ich ihr das irgendwie in die Hand drücken bereits? Auf den Seiten ist kein Platz mehr zum Zeichnen. Okay, das ist mir nicht genug. Kann ich das ihr schon so wirklich geben? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Können Sie sich umdrehen, damit wir wissen, wie wir das entfesseln könnten? Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Blöd nur, dass meine Hände gefesselt sind. Du solltest damit doch die aufhäkeln. Hätte ich jetzt ganz gern so gesagt. Ah, schade. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man sagt, hey, das Gift von dem Zeug wäre halt giftig genug, um das aufzuätzen oder irgendeinen Blödsinn. Die Farbe ist gut, aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Ja, da sind wirklich jetzt ein paar Elemente dabei, die gar nicht mal falsch sind. Hände müssen frei sein. Wir brauchen etwas zum Zeichnen, was angeblich mit dem Ding funktionieren soll. Wir müssen das irgendwie zu Farbe verarbeiten. Und wir brauchen logischerweise noch Papier. Und das geht einfach nicht. Was ich überraschend finde, denn man müsste doch eigentlich die Möglichkeit haben, einfach darüber zu zeichnen.
Kann die damit was anfangen? Danke, ich habe gerade keinen Hunger. Okay, also da wird auch von Anfang an gesagt, hey, da, das hilft mir nicht unbedingt weiter. Ich habe immer das Gefühl, dass wir mit ihm irgendwas machen müssen, denn bisher war das nur eine gewisse Onkel Unterhaltung. Obwohl? Ich bin ganz Ohr. Gott, und der ist so laut. Er kann uns jetzt vielleicht helfen. Hast du zufällig Papier, einen Stift oder Farben bei dir? Ich habe hier Klopapier. Naja, das sollte als Papier durchgehen. Klopapier ist die Knastwährung. Und wie du weißt... Wird im Klopapier gespielt. Ja, ja. Ich hab die Regel nicht gemacht. Also, heute spielen wir Klopf-Klopf. Was ist das? Altes Dynastiespiel. Einer klopft, der andere muss raten, wie oft. Klingt, total blöd, ja. Ich verliere einfach immer. Der Mindesteinsatz sind 4 Streifen Klopapier. Mist, wir haben keins mehr. Was könnte ich anstelle von Klopapier verwenden? What? Ist es wirklich, dass einer dreimal klopfen? Wir müssen sagen 3. Das klingt schon wieder super dämlich und vielleicht sogar super passend. Ich gehe mal davon aus... Ich meine, ich werde es jetzt einfach probieren, was passiert, wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken. Was braucht man nochmal für das Spiel? Ah... Den Mindesteinsatz. 4 Streifen Klopapier. Und wenn ich gewinne, bekomme ich dein Klopapier? Du sagst es. Okay, ich brauche also Klopapierersatz, um spielen zu können. Ah, die Bibel Danke vermutlich. Danke für deine Hilfe. Immer doch. Ja, die Logik ist mir auch gerade so. Wir brauchen also Papier, um Klopapier zum Spielen zum... Geht das als Mindesteinsatz? Ja, das sollte passen. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? 4? Ich warte mal ganz kurz auf Schattenmensch, ob der mir irgendwie noch sagen kann, ob er auch 4 gehört hat. Denn meines Erachtens waren das 4. Das war dunk dunk, bonk, klonk oder was auch immer. Also ich wäre für 4-mal. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen fies, dadurch, dass es halt nicht die gleichen Arten waren. Was zugegeben dann auch so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich dann reinbringt. Ja, waren auch 4, ja. 4-mal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Also solange die ersten beiden nicht irgendwie für mehr zählen, würde ich erneut 4 sagen. Also entweder wirklich die am Anfang, die sollen irgendwie als 2 durchgehen, dann würde man sagen, das sind 6 wiederum. Aber bisher würde ich ganz klar sagen, das sind wieder mal 4. Okay, Schattenmann stimmt zu. 4-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Nun gut. Aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Okay, also ich habe das Gefühl, dass das wirklich am Anfang mehrere sind. Also ich probiere jetzt einfach mal 6 aus. 6-mal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Okay, Logik ist jetzt noch nicht ganz klar. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Nun gut. Aufgepasst. Das ist jetzt aber wirklich einfach. Ja, das waren jetzt 2. 2-mal.
Leider falsch. Hier mit dem Papier. What? Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Bereit? Und? Bist du mitgekommen? Also wie gesagt, das Problem ist, war das entweder wieder der eine, der zweimal geklungen hat, dann wären es fünf, wären es sechs, oder war das nur als einmal, dann wäre es nämlich nur... Also entweder sind fünf oder sechs. Ich meine, ich habe wieder das Gefühl, dass wir das hier unendlich lange durchziehen dürfen, bis wir dreimal haben. Sechsmal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? So, ich würde wieder sagen, für sechsmal. Kann es sein, dass Shepper und Bong nicht zählen? Das wäre durchaus interessant. Sechsmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Ich würde diesmal wieder vier sagen. Viermal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? So. Stadtmensch meint, da ist ein Code dahinter. Der lässt sich algorithmisch lösen lassen. Also ich bleibe mir zu spät, ich warte jetzt mal ganz bewusst hier auch wieder. Ich denke, das waren wieder mal sechs. Aber die Frage ist, was für eine Logik dahinter wäre, um da einen Code zu finden. Also ich meine, das waren hier wieder sechs. Da fehlt mir auch gerade ein bisschen die Logik. Ich versuch's aber mal. Sechsmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. So, probieren wir mal, gleich noch eine dass wir nicht auf Shepper und Bong mitziehen. Mal gucken. Nun gut. Aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Okay, also Shepper und Bong nicht, dann wäre das eine 1. Probieren wir mal. Einmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Okay, also auch das ist nicht. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Also hier würde ich jetzt wieder behaupten, es sind 5 gewesen. Fünfmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Yippie! Gleich noch eine Runde. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich. Na, wie oft habe ich geklopft? Also hier würde ich jetzt wieder sagen, zweimal. Zweimal. Richtig, aber du musst dreimal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Nun gut, aufgepasst. Na, wie oft habe ich geklopft? Das Fiese ist wirklich, weil man nicht weiß, ob das als. Das, ob die beiden als doppelt zählen oder einzeln, weil sonst hätten wir 4 oder 6. Sechsmal. Leider falsch. Hier mit dem Papier. Ja. Verdammt. Hier hast du ein paar Seiten aus der Conroy-Bibel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur ganz simpel ist. Ich muss die Sachen hier abzählen. Hör gut hin. Also gut, konzentrier dich.
Und? Bist du mitgekommen? Okay, ich probiere mal 4. Da waren zwar definitiv wieder dieses eine Scheppern, das doppelt geklungen hat, aber ich will mal probieren. 4-mal. Richtig, aber du musst 3-mal hintereinander richtig raten. Wenn's sein muss. Also gut, konzentrier dich. Und? Bist du mitgekommen? Also ich gehe davon aus, dass das ganze Scheppern nicht doppelt zählt. Deswegen, das waren 4. 4-mal. Du hast gewonnen. Hier hast du das Klopapier. Aber das war doch nur 2-mal richtig. Ja, 3-mal richtig geraten. Ja. Wie wäre es mit einer Revanche? Weißt du was? Ich schenke dir die Conroy-Bibel. Oh, danke. Meine habe ich schon lange aufgebraucht. Mach's gut, Onkel Oboe. Okay, also ich gehe davon aus, so wie das auch dann jetzt gesagt worden ist, wir sind mit dem fertig. Okay, Klopapier haben wir. Sehr schön. Das war natürlich jetzt so ein bisschen merkwürdig, weil wir unendlich lange dieses Minispiel spielen konnten. Ohne, dass da wirklich irgendeine Gefahr dahinter steckte. Okay, damit haben wir jetzt Papier. Damit haben wir jetzt theoretisch das zum Malen. Was uns jetzt fehlt, ist rot, gelb und theoretisch blau. Und wir müssen logischerweise auch noch gucken, dass wir irgendwie schaffen, ihr die Hände zu befreien. Wo ich auch noch nicht ganz klar bin, wie. Onkel Oboe? Ich bin ganz Ohr. Hast du noch sonst irgendwas anderes noch? Danke für deine Hilfe. Immer doch. Okay, also das ist abgeschlossen. Sie hatten wir angefangen gehabt. Also hier ist auch nicht mehr viel mehr. Blau wäre maximal hier dieser Topf. Was aber logischerweise auch so nicht funktioniert. Wir brauchen das ja schon irgendwo als Farbe. Meine Frage ist halt, ob man halt dieses Vieh irgendwie anlocken muss oder ähnliches. Wow! Das macht nicht richtig Krach. Ha! Da ist so eine gewisse Logik dahinter. Or not. Never mind, I guess. Okay, also jetzt haben wir dagegen geklopft, wo sich das Vieh befunden hatte. Ha. Okay, damit gehst du nur wieder dahin zurück. Okay, also die Logik, wo das Vieh sich genau hinbegibt, habe ich jetzt noch nicht ganz gefunden. Ich meine, klar, wir haben hier das hier. Das würde mit sich dem verbinden, der mit dem hier, der mit dem hier, der mit dem da. Es ist mir schon zu einem gewissen Grad klar, aber halt. Ob der zu dem Klang hingeht oder ob da irgendein Rhythmus dahinter ist oder eine. Okay, also schon mit dem bleibt er hier. Wenn ich darauf prügel, geht er darüber. Wenn ich auf den prügel, geht er da nach unten. Wir haben vor allem auch gesehen, dass das Vieh nicht an die Dinger daran kommt. Jetzt ist er wieder dorthin. Mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier nochmal drauf prügel, was macht er jetzt wiederum? Okay, also da bewegt er sich so überhaupt nicht von weg. Okay, ich denke, wir sind damit an unsere Fleischsuppe gekommen. Hey, du, hör mal. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen.
Ich nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Das ist mir nie aufgefallen, dass da hinten in der Küche A, unterschiedliche Leute entlanglaufen, mit unterschiedlichen Waffen und Ausrüstungsgegenständen und ab und zu ist auch einer, der auf einer Wippe herumwippt. Lustig. Okay, damit haben wir jetzt alle Arten von Essenburg. Wow, hi. Igitt, wie widerlich. Das Ding war noch am Leben. Oh, wow. Die Suppe fasse ich nicht an. Aber der Blaubeerpudding sieht okay aus. Warum nimmst du die Suppe nicht mit? What? Why? Köstlich. Nimm die Die Suppe fasse ich nicht an. Why? Die Suppe fasse... Okay, damit haben wir auf jeden Fall auch unser Blau. Das ist natürlich schick. Das heißt, wir haben in der Theorie alle drei. Wir müssen nur gucken, wie wir aus dem Pulver was Flüssiges machen. Die Suppe fasse ich nicht an. Nope, okay. So einfach ist es uns also auch nicht gegönnt. Damit kriege ich den Block nicht klein. Ha, okay. Wir müssen also diesen Block auch zerlegen. Grün ist keine kreative Farbe. Okay. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau ist eine warme Farbe. Findest du nicht, Laura? Keine Ahnung. Von mir aus. Oh, okay. Das ist natürlich auch eine gute Antwort. Ja, green is not a creative color. Ja. Ja, die Referenz habt ihr auch als Achievement. Nice. Mit dem Denken kann ich nichts mehr anfangen. Damit will sie nicht interagieren. Die Ratte ist wieder raus. Gucken wir mal, ob die da wieder sichtbar wäre. Ha. Das Ding ist wieder hier. Was habe ich davon? Bewegt sich jetzt irgendwo anders hin, wenn ich damit herumkloppe wieder. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch an die hier rankommen müssen eigentlich. Vorher muss ich die Wachen irgendwie aus... What? No. Achso, das ist jetzt auch da unten gewesen, ha. Okay, was passiert jetzt, wenn du da unten bist? Denn wie man sieht, das Ding kommt da nicht durch. Wenn es zu Essen verarbeitet wird, in Anführungszeichen, dann kommt es bei uns wieder rausgerannt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir nicht immer wieder versuchen müssen, halt über die Art und Weise an die Ratte zu kommen. Aber es schafft es halt auch nicht, an diese Sachen da ranzukommen. Kann ich ihr dabei irgendwie helfen? Das ist zu weit weg. Ach so. Lass das! Ich. Okay, also die achtet dafür auch zu sehr darauf, die Wache. Kann ich an meine Zelle selber irgendwie gegenkloppen? Nein, das bringt nichts. Alles klar. Ich hätte vielleicht gedacht, dass man halt ganz bewusst das hier mit der Wache kombinieren müsste, dass die hier irgendwie steht und damit die erschreckt wird oder ähnliches. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so mitmacht. Klonk, klonk. Okay, jetzt ist die dort. Davon habe ich bisher noch nicht allzu viel. Wie kann man so einen Erbsenblock zerlegen? Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Okay, also... Nicht das, was sie will. Libretta ist dran mit Klopapier kaufen. Eine schöne, satte Farbe. Das sind also die... Ist irgendwo eine Sache, wo man sagen könnte, man könnte das dran aufwärmen oder ähnliches? Eigentlich nicht, oder? Die Suppe fasse. Na, das mit der Suppe ist so richtig merkwürdig, dass sie da so überhaupt nicht mit interagieren möchte. Die Suppe. Die Suppe. Die Nackenrolle? Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Genau, also da ist. Fertig.
Dazu fällt mir nichts ein. Mit Essen spült... Mit Essen spült man nicht. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht irgendwie das da reinmachen sollen. Lieber nicht. Nachher kriege ich sie da nicht mehr raus. Mhm, genau. Die Suppe ist so richtig merkwürdig. Das Loch ist jetzt auch weiterhin dort, also wir haben auch nicht mehr die Möglichkeit, auf das Poster selber zurückzugreifen. Die Ratte hat sich zurückgesetzt. Das Problem ist wirklich, ich kann nichts irgendwo hinschieben. Also ich kann auch nicht sagen, hey, ich muss sie irgendwo hin dirigieren, damit halt wir irgendwas dahinlegen oder ähnliches. Wir müssen... Lass uns mal zwei Sachen probieren, oder eine eher gesagt. Grün ist kein... Okay, ah, blau. Ich hatte gehofft, dass man damit irgendwie die Handschellen aufbrechen würde. Hier gibt es nicht... Alles muss man selber machen. Ja, ja. Ernsthaft, wir haben nichts, was man irgendwie stoßmäßig kaputt machen darf. Selbst hier mit Libretta und ihren doofen Handschellen darf man nicht agieren. Ja, das ist wirklich lustig. Wir haben zwar meines Erachtens relativ viel Fortschritt schon gemacht. Wir haben viele Sachen gefunden. Aber halt, wie machen wir das klein? Wie kriegen wir das zu einer Farbe? Und wie zur Hölle kriegen wir es hin, dass Libretta dann uns gleich hier mit Zeichnen helfen kann, wenn sie immer noch festgekettet ist? Denn Stricknadeln sind es ja nicht. Kann damit nicht hantieren und hoffen, die irgendwie aufzuknacken. Was auch immer sie da gerade festhält. Ist ja auch nicht klar, weil sie sich ja nicht umdreht. Du, Libre... Ja? Kannst du mir jetzt einen Kaktus zeichnen? Ich würde ja liebend gern, aber... Ich habe leider kein Papier da. Ich bräuchte einen Stift. Mir fehlt noch gelbe Farbe. Ohne Rot wird das schwierig. Okay, jetzt geht's also alles nach und durch. Ich brauche noch ein wenig Blau. Mit verbundenen Händen lässt es sich schlecht zeichnen. Ansonsten könnte ich sofort loslegen. Haben noch gar nichts erreicht. Ja, man überlegt natürlich, was könnte man machen, gerade wenn es zum Beispiel geht mit dem Curry. Da dachte ich, hey, man nimmt die Curry und das Curry und nimmt es halt und tunkt das irgendwo rein. You know? Um dann halt das Ganze in Gelb umzufärben. Wird aber mit der Fleischsuppe so nicht einfach gemacht. Das gleiche ist mit dem Block. Normalerweise, wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn es halt ein Eisblock mit Erbsen ist, man geht einfach hin und schleudert das Ding auf den Boden und dann sollte damit gut sein. Da ist eigentlich nicht mehr viel Herausforderung dahinter. Ja, und da ich jetzt nicht wissen, wie sie festgekettet ist, hilft uns das diesbezüglich auch nicht wirklich weiter. Hi Komo. Schön, dass du einschalten konntest. Wir haben gut vor uns vorangearbeitet. Haben aber auch jetzt schon wieder so ein bisschen den Punkt erreicht, wo wir nicht so wirklich wissen, wie wir weitermachen sollen. Ich weiß vor allem auch immer noch nicht, was die Kirschkerne genau zu sagen haben. Ich will mich über das Essen beschweren. Entschuldigung, ich kümmere mich sofort. Wirklich? Nein. Okay, also auch den Kollegen kann man so nicht damit wirklich in Bewegung bringen, damit er noch irgendwas Neues macht. Lieber nicht. Kommst du ja eh nicht ran. Vorher muss ich die Wachen... Ich will mich über das... Okay, das ist also genau das Gleiche. Okay. Ja, du gehofft, dass wir vielleicht so eine Wache ausschalten. Oh! Rutschige Erbsen und eine bescheuerte Wache. Das klingt nach Spaß. Ist aber zu weit weg. Das war so der erste, hey, vielleicht rutscht er darauf aus und landet dann da drauf oder ähnliches. Das hilft mir alles nichts. Lass das. Kommt man das Vieh nicht ran? Ich kann das Vieh zwar irgendwie mit den Rohren irgendwo hin bringen. Aber halt, selbst da, der kommt nicht an die Kirsche ran, an die Kirschkerne. Wo dann wiederum heißt, dass ich immer noch nicht weiß, was wir damit sollen.
Kannst du es vielleicht über das Klo dahin schaffen? Wir haben zwar schon versucht, mit dem Eisblock zu arbeiten, aber vielleicht gibt es ja eine Alternative. Haha. Wo kommst du denn her? Kick it like Peachum. Okay, also wir haben es zwar geschafft, da jetzt was durchzuschießen, runterzuspülen, aber der kickt das einfach wieder rein. Und wie gesagt, das können wir nicht. Lieber nicht. Ja. Nachher kriege ich sie dann nicht mehr raus. Na, der alte Gag natürlich. Eigentlich meinte ich den Schwamm. Meinst du vermutlich hier Erbsen an Eis? Ja, aber das geht leider so nicht. Das hatten wir schon mal versucht gehabt. Und alles andere ist so nicht drin. Das andere Zeug ist zu wabbelig, um das irgendwo hinzubringen. Mit dem Ding dürfen wir nicht interagieren, egal was ist. Das Ding ist ein Klotz. Ihre Hände haben wir noch nicht befreien können. Vor allem die Sache ist, ich gehe davon aus, dass wir erst die Kaktuswache ausschalten müssen, also damit sie abgelenkt ist, und dann die andere Wache ausnocken. Denn ich gehe davon aus, wenn der halt ausgenockt wird, wie auch immer im Endeffekt das dann genau passieren wird, dass das nichts bringt. Man hat auch nichts irgendwo, wo man sagen könnte, man müsste die Ratte irgendwo hin positionieren. Doch, oder? Nee, die Ratte positioniert sich jedes Mal wieder zurück, wenn man von diesem Fenster zurückgeht, nicht wahr? Das heißt also auch hier, ich meine, wir probieren es aber mal ganz kurz. Ja, und dann werden wir wieder mal lernen müssen, wo wir hinklopfen müssen, damit die auch dorthin geht, wo wir hin sie haben wollen. Jetzt zum Beispiel, jetzt ist sie hier. Da kommt sie aus irgendeinem Grund nicht hin. Okay, jetzt haben wir sie mal dahin gestellt. Wie gesagt, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber man will natürlich das trotzdem mal nochmal probieren. Mit Essen spült man nicht. Ja, falscher Bereich. Nope, das Ding ist wieder oben. Also auch nicht so, dass man sieht, hey, die sieht die Kirsche genauso wie die Kirschkerne. Kirschkerne. Und will dann darauf zulaufen und rutscht dann irgendwie darauf aus. Das ist leider nicht der Fall. Das hilft mir alles nichts. Wir können nicht die Fleischsuppe nutzen und mit dem Currypulver. Wir können die Fleischsuppe überhaupt nicht nutzen. Und wir am meisten eigentlich aufregt. Nackenrolle wurde benutzt. Mit dem Loch haben wir geredet. Damit haben wir jetzt ein bisschen rumgespielt. Damit sind wir durch. Das ist vermutlich Pflicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir da irgendwie das wieder aufmachen müssen. Weil es so hervorgehoben wird, dass, hey, machen wir jetzt nichts mehr mit. Wir haben mit dem Typen hinter der Wand geredet. Wir haben mit ihr geredet. Haben wir mit der Wache zu Ende geredet? Ich meine ja. Hey, du, hör mal. Ich höre. Könnten immer noch Essen anfordern. Why? Ich würde gern noch etwas bestellen. Warum kann ich noch mehr Essen bestellen? Vor allem sind auch alle Optionen noch offen. Das ist merkwürdig. Meine, wir haben im Endeffekt alles, bis auf einen ernsthaften Obstsalat. Ich will Obstsalat. Der ist alle. Ich mach dich gleich alle. Wie war das? Ich sagte, ich mach dich alle. Wie, ich brech dir alle Knochen. Ah, okay. Kann ich nochmal Tomatensuppe bekommen? Die gibt es erst morgen wieder. Von mir aus, ich wollte eh keine blöde Suppe.
Okay, also hier tut sich nicht mehr allzu viel. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben gerade kein Fleisch. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine... Ich musste ja... Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das hier nochmal machen sollen. Man könnte maximal sagen, hey, wir müssen das Vieh erneut dorthin bringen. Eventuell mit den Kirschkernen, auch wenn ich bis jetzt noch nicht weiß wie. Damit dann halt die Kirschkerne mit in dem Essen drin sind. Und eventuell, dass dann halt die bereits vorhandene Suppe umgestoßen wird, weil die neue reingeschoben wird. Und mit der umgestürzten Sache können wir dann irgendwie interagieren. Ich hätte gern noch einmal den Block Erbsen. Ist geradeaus. Okay, also die Rattensache bleibt weiterhin offen. Alles anderes abgearbeitet. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Das ist aber so die wirklich einzige Situation, die mir so einfällt. Dass man wirklich versucht, die Ratte da unten hinzukriegen, damit sie das aufisst. Obwohl, wenn sie das ja aufisst, ist es ja auch Wurst. Weil die Idee ist ja, die läuft dann in die Küche. Und in der Küche... Ja, das Gegrunze der Wache nervt, genauso wie das Herumgeflatsche. Die Ratte rennt hier eh aus der Suppe wieder raus. Weiß ich nicht, was diese Kirschkernsache soll. So, die letzte Sache, die noch so ein bisschen unbeantwortet ist. Wir haben das da rausgeschossen. Ich gehe davon aus, dass es keine Alternative gibt, irgendwas anderes hier rauszuschießen, außer aus irgendeinem Grund sollen die Stricknadeln noch rausgeschossen werden, was ich mir nicht vorstellen kann. Wir haben damit herumgeklempert. Wir wissen mit den drei Sachen Bescheid. Wir haben damit nicht wirklich interagieren können, außer mit dem Loch in der Wand. Die Kirschkerne, da kommen wir nicht ran und das Vieh ebenfalls nicht. Und ich bis jetzt noch nicht so richtig weiß, spießen wir die Wache auf. Jupp. Das wäre sehr schick, aber dann hätten wir immer noch keine Möglichkeit, an den Schlüssel ranzukommen. Wir haben versucht, mit der Pfütze zu arbeiten, aber das hat es bisher noch nicht getan. Und wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwelche anderen Sachen nutzen könnten, um sie da runterzuschießen. Klopapier ist klar, da dürfen wir nicht hingehen und das verbrauchen. Das brauchen wir als Bildmöglichkeit. Ich meine, ich werde es trotzdem mal probieren, denke ich. Vielleicht brauchen wir nicht so viel Klopapier und können irgendwie sagen, hey. Nein, das habe ich mir mühevoll erspielt. Okay, also damit haben wir das abgeschlossen. Wir wissen, das brauchen wir für unser Bild. Wir haben alle Farben. Wir haben die doofe Kirsche, die uns bisher noch nicht geholfen hat, außer halt für ein Achievement, das, ja, ein Achievement ist. Der Eisblock ist noch nicht brechbar. Wir wissen, dass wir die Stricknadeln als Stift nutzen können, aber von der Madame ist nun mal weiterhin die Ketten an ihrer... Oder was auch... Wir wissen ja nicht, was dahinter ist. Hat die halt Ketten an der Hand? Hat die... Ich weiß nicht. Hat die Finger... Hat die irgendwelche Fingerfallen in der... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nackenrolle hatten wir, die Fleischsuppe. Man könnte auch nicht sagen, man setzt irgendwie das eine auf das andere drauf. Die Suppe fast. Ja, das sagt sie zu aller Hinsicht. Die Suppe. Die Suppe. Köstlich. Mhm. Ich meine, wir können maximal versuchen, um mit ihr zu reden. Gucken, ob die irgendwie Interesse an dieser Suppe auf einmal hat. Laura? Aber also auch da ist nichts Neues dazugekommen. Danke, Librette. Gern. Okay, dann probieren wir die nächste Sache. Und zwar, wir gehen einfach hin und versuchen, die Ratte da nochmal rauszukriegen. Auch wenn ich da schon wieder nicht weiß, wie die da ernsthaft rausgerannt ist. So, auf jeden Fall, wir sehen jetzt, sie ist da draußen. Und schafft es nicht dort ran. Und meine Frage ist, muss man die irgendwie dünner kriegen? Gibt es irgendwas, was man machen könnte, damit die Ratte nicht aus unserer Zelle abhaut? Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass wir die als ernsthaftes Wurfgeschoss für irgendwas gebrauchen können.
Also sagen, wir spielen die Toilette runter und dann wird die dem das ins Gesicht kicken oder ähnliches. Nee, nee. Wie zur Hölle schaffen wir es, dass die an diese Kerne rankommt? Das ist nämlich die. Nee, das sieht so aus, als würde sie sich nach vorne ziehen und guckt dann nach hinten auf ihren eigenen Körper. Also ich glaube nicht, dass die halt sich nicht traut. Ich glaube, dass sie da nicht durch ist, schafft aus irgendeinem Grund. Das sind die beiden Löcher hier, sind nämlich größer als die beiden. Wie man sieht, sie guckt da hin, guckt dann auf ihren eigenen Körper, weil sie da nicht durchkommt. Das hat dann die Frage, was zur Hölle soll man machen? Weil, wie gesagt, ich kann nicht mit dem Essen interagieren, das gerade noch bei uns in der Zelle steht. Wenn man fragt sich halt, was könnte man machen? Könnte man hier irgendwas zu essen geben? Was nicht drin ist, jedes Mal, wenn wir versucht haben, hat er gesagt, hey, ich kenne alle deine Tricks, bla bla. Und so schaffen könnte, die irgendwie rutschig zu machen. Deswegen, das wäre eine Überlegung, die muss irgendwie an die Pfütze ran. Aber auch da hat sie bisher keinen Grund gezeigt, warum sie da rausrennen sollte auf einmal. Okay, das ist die richtige Sache. Also vielleicht versuchen sollten, ist die da in die eine Richtung zu bringen. Und jetzt vielleicht dann nochmal gegen zu äumeln. Okay, also da ist auch keine Logik dahinter. Und wie gesagt, wir können nicht hingehen und... Ästhetisch. Mit ein wenig Essen wäre es sicher noch geschmackvoller. Ästhetisch. Ästhetisch. Das ist zu weit weg. Also Distanz spielt eine Rolle. Ich möchte sie nicht... Das ist zu weit weg. Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Okay, also das ist wirklich reines Rohreklopfen. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Deswegen, also... Ich vermute, dass wir da erst wirklich weitermachen können, wenn wir das Bild zeichnen konnten. Problem ist aber weiterhin, das hilft nicht als Farbe. Das können wir nutzen, das ist immer noch ein Eisblock. Und wir müssen irgendwie ihre doofen Ketten aufbekommen, aber bisher ist keine Möglichkeit. Die Frau braucht einen besseren Wurfarm, ja, so in etwa. Deswegen, ich brauche jetzt ja nicht irgendwelche Sachen zu geben mit der Hoffnung, dass es irgendwas anderes tut als erwartet. Denn sie hat ja gesagt, hey, ich brauche dies, das, jenes. Und das habe ich alles bisher noch nicht. Wir haben das probiert. Da hat sie gesagt, hey, wir brauchen das als Farbe und nicht als Pulver. Das Ding hat sie mit ihrem blöden Archivement-Ding. Das Ding hat sie gesagt, oh ja, kann man nutzen, aber ich bin ja immer noch gefangen. Das würde sie jetzt rot ansehen. Da hat sie gesagt, da hat sie keinen Hunger drauf. Und der Rest ist das, was wir brauchen. Dem Ding interagiert sie nicht, da ist nichts mehr. Menno, 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 menno. Na, nochmal hier mal ganz kurz gucken. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Das hatten wir nicht wirklich. Ist irgendwas mit der Nackenrolle? Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Okay, also ich denke, das ist auch die offizielle Übersetzung für das Ding ist abgeschlossen. Hände weg.